in diesem Video. Okay, da hatte ich gerade eine kleine technische Panne. Ich hoffe, da ist jetzt nichts verbuggt oder so. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Und wenn ihr es noch nicht habt, würde ich mich freuen, wenn ihr abonnieren könntet. Es ist kostenlos und ihr könnt jederzeit eure Meinung ändern. Viel Spaß! Hallo Leute, mein Name ist Sozialer Instock und damit herzlich willkommen zurück zu Mario Slam Basketball. Hier das mehr vergessene Spiel von Mario. Entwickelt von Square Enix und eine Legende. Wir spielen auf jeden Fall weiter und nehmen natürlich unser Standard. Und Daisy und schlagen uns einmal durch das Turnier mit Wario, Fly Guy und Diddy Kong. Fun Fact: Fly Guy ist eins der wenigen Spiele, wo er auftritt. Das andere ist noch ein Baseballspiel, was hierzulande nicht erschienen ist. Kurz gesagt, das ist das einzige Teil hierzulande, in dem Fly Guy als spielbarer Charakter auftritt. Get the Party! Können wir einfach davon wieder mal reden, dass wir gleich zum Start nochmal Wario kriegen wie im letzten Part? Ich musste ihn schmeißen. Ah, Diddy! Schnärt er ihn wieder? Warum habe ich jetzt Diddy getroffen? Ah, das war's. Das ist ein Treffer. Schlechter Start in die Runde. Nächster Versuch. Einfach mal rein. Zur Sicherheit. Trotzdem weniger Punkte. Habe ich gerade Peach erwischt? Als ob. Der hat einfach nach hinten gejietet. Tja, Pech gehabt. Und ich schmeiß einfach rein. Ohne Wenn und Aber. Ich versuche jetzt mal 100 Münzen zu kriegen. Oh, vergiss es. Ah, ich habe auf Diddy nicht geachtet. Hundert Münzen! Und rein damit! 100er Korb! Au! Und auf die Nase krieg ich noch Panzer! Dass da nicht mehr dargestellt wird, aus irgendeinem Grund, aber was soll's. Bombiger Erfang, oder? Ich wollte eigentlich reintun, aber ich habe die Tastenkombination vergessen. Das zählt nicht mehr, leider. Ja.
Oh, ich war noch im Radius. Keiner mit mir. Diddy war dran, wie ich gesehen habe. Erste Punkte für die Runde gehen an mich. Ja, ich verkacke es gerade irgendwie. Jetzt habe ich's. Oh nein, er hat eine Bombe hingeschmissen. Oh, Peach wird zum Glück nicht erwischt. Und das war's. Wie er sich auf den Boden legt. Hey, Fly Guy war doch auch im Mach. Tennis mal, Lotka, oder? Fällt mir gerade ein. Oh Mann, Wario ist breiter als der Türsteher. Oh. Ein Stern! Hallo! Richtig Glück gehabt. Und den können sie auch nicht mehr abwehren. Der Stern ist und bleibt ein OP-Item. Auch wenn es auf Zeit bedingt ist. Ja, das war IQ 100.000 Grad hier. Ironisch gemeint. Daisy übernimmt. Luigi! Take the L! Let's go again! Wie sie einfach es kaum bemerken, wenn ich so eine Ulti mache. In späteren Leveln werden sie aber noch aktiver. Besonders die Final Bosse sind sehr stark. Sagen wir so, Square Enix hatte immer so Probleme im Sportbereich mit ihren Charakteren. Die sind nämlich immer aus irgendeinem Grund overpowered. Zumindest die drei. Rein damit! Jetzt hat's endlich geklappt. Das war's. Ich krieg sogar ihn noch einmal rein. LOL. Boing, boing. Victory! Yes! Die ersten drei sind besiegt. Und wir gehen gleich zum nächsten Spiel. Gegen den Paracooper. Okay. Zusammen mit Bowser Jr. und Waluigi. Luigi's Revival ist. Revival. Rival ist also hier. Okay. Am Cooper Car an. Das passt irgendwie. Wir treten hier in den Cooper an. Na, siehst du Vögelchen? Och, komm schon. Sch
schöne Melodie auf jeden Fall an dieser Stelle. Und in den Panzer eingelocht. Das klingt irgendwie komisch. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ein paar Kumbas so geklungen haben. Was war das denn für ein Wurf? Keine Ahnung, aber Boss Junior ist wahrscheinlich vorhin über unsere falsche Box gestolpert. Aber es... zu spät reagiert. Aber dass Peach noch abfangen muss? Was ist denn jetzt passiert? Okay, was hat der Paracooper gerade gemacht? Warte, fliegen hier Kanonenkugeln gerade rum? Ich habe die Maps komplett vergessen, bis auf eine. Also okay, zwei, weil sie so auffällig sind. Hier fliegen echt Kanonenkugeln. Ich renn auch noch rein, ich Dussel. Ja, diesen Korb bin ich jetzt selbst schuld. Einfach Insta machen. Warum auch nicht? Oh, Lucky! Das hätte auch Daisy treffen können, aber es hat Bowser Jr. erwischt. Glück gehabt! Danke, Kleiner! Was war das denn, Waluigi? Was war das denn von mir? Ja, hau einfach rein. Wenn die Ulti nicht klappt, hau rein. In den Korb, nicht in die Person. Wir haben es versucht. Seitenwechsel. Geschafft. Ist die Frage, ob Peach durchkommt. Sie kommt durch. Alles klar. Wie der Cooper immer Vögelchen sieht.
Das habe ich jetzt aber mal komplett vermasselt. So, Endgelände, rein in den Korb. Zum Glück kann ich die Kombis noch auswendig. Muss sie nicht nochmal lernen. Die Charaktere, die ich nämlich damals gespielt habe, waren die drei und ein zusätzlicher, den ich jetzt noch nicht verrate. Läuft der rüber? Oh, ich dachte, der läuft drauf. Luigi! Make the L for you! Nein! Wir hatten mit Freunden auch noch die 333! Oh, die schießen schon wieder mit Kanonenkugeln. Das könnte nach hinten losgehen, wenn Peach erwischt wird. Glücklicherweise passiert das ja hier doch nicht. Und die Rote hat verfehlt. Irgendwie wollte es mal wieder nicht. Manchmal will es, manchmal nicht. Das ist der Nachteil an dem Spiel. So. Dann halt mit der Magie-Methode. Wir können allerdings nicht die komplette Taktik darauf aufbauen. Im finalen Level werden diese Effekte leider null Wirkung zeigen. Das war jetzt natürlich ein Fail. Hab mich selbst mit der Roten erwischt. Rein damit. Warum trifft er seinen eigenen Partner? Okay. Weird. Seid um! Victory! Zeit für das Finale. Diesen Game Mode. Oh, DK ist es. Mit Bird und Dixiecon. Ich wusste nicht mal mehr, dass die beiden im Spiel sind. Meiner Insel. Warte, ich habe eine Insel? Was machen die ganzen Chip-Chips hier? Oh nein, da ist ein Blitz! Puh, ist nochmal gut gegangen. Aber die Bombe hat uns erwischt. Dass Lakito auch den Korb hält, sonst sind da eigentlich nur Rennfahrer weg. Okay, okay. Ich glaube, Insel hatte keine Möglichkeiten, Körper anzubringen, deswegen musste der Kito es machen. Je nachdem, welche Seite näher ist, fliegt er hin.
Das bringt nichts mehr. Das trifft nur dich selber. Gibt es eigentlich große Birdo-Fans? Ich habe noch nie was davon gehört. Oh nein! Okay, das war dämlich. Oh, Luigi, pass auf! Okay, ich habe keine Ahnung, warum hier plötzlich alles in Zeitlupe ablief, aber wir haben es irgendwie geschafft. Ja, und so schön gewesen. Go Banana! Perfekter Treffer. Achso, der Korb geht dahin, wo welcher Spieler gerade am Ball ist. Oh yes! Alles klar, so ist das programmiert. Gute Runde für mich. Macht kleinere Flüchtigkeitsfehler, allerdings trotzdem drin. Für alle, die sich fragen, wie die Kombis funktionieren, Luigi ist ein L und Prinzessin Peach und Daisy sind ein Dreieck nach unten. Na gut, dann haben sie noch einen reingekriegt. Viel bringt das ihnen jetzt auch nicht. Noch getroffen. Oh, und schon kommt das Karma. Frag mich nicht, warum es immer wieder stoppt. Eine technische Panne. Ich hoffe, da ist jetzt nichts verbuggt oder so. Lol, perfekt platziert. Hier, Daisy, übernimm. Rein mit ihm. Warte, wo ist meine Cammin? Okay. Irgendwie hat das Programm es geschafft, meine Cam wegzufangen. Da muss wohl irgendein Fehler gerade passiert sein. Als es kurz das kleine Problem sein gab. Zu spät reagiert das Ski. Sieht das Ding. Sie kann. Okay, ich weiß nicht, woran der Fehler jetzt liegt, aber irgendwie wird meine Cam gerade nicht dargestellt.
Oh, ich ahne es. Ja, ich habe sie aus Versehen nach unten gezogen. Hallo, hier unten bin ich. Hallo, hol mich hier mal wieder hoch. Ja, kann mich mal jemand wieder zurückholen? Ich habe einen Fehler gemacht. Hallo, hier unten. Hier in der Ecke. Hallo. Ich habe versehentlich bei den Einstellungen einen Fehler gemacht. Bei der Pfanne. Man muss aber fairerweise auch sagen, jetzt spiele ich ein bisschen Whisky. Hallo. Hol mir mal jemand hier unten raus. Achso, ich hab mal einen Moment nicht aufgepasst. Schon passiert das. Peach übernehmen. Tja, das kannst du nicht abwehren. Trotzdem kann mal jemand wieder hochholen. Oh Mann, was für eine Panne. Die drei sind übrigens die leichtesten Kombinationen im Game. Also für alle Anfänger empfehle ich diese Kombi. Wow. Nope. Not today, Bingo. Bingo. Wieso Bingo? Mann, die ganze Karte bringt mich so durcheinander, dass ich mein Gold ausgehe. Oh, Banana. Das ist die einzige Chance noch. Rein damit! Noch in Zeit! Letzte 8 Sekunden! Puh! Das war knapp! Und wir haben gewonnen! Die kriegen keine einzige Bewegung mehr hin. Bingo! Okay, kann man mich jetzt bitte wieder hochholen? Wie? Das geht nicht. Leute! Reparieren wir die Cap! Ja, gib uns die Siegerehrung. Alles klar, wir haben den Pokal. Und Barakupa hat sich jetzt uns freigeschaltet. Warte, was? Peach neues Outfit kann jetzt in der Spielerwahl verwendet werden. Feuer kurz in die Richtung auf den Kreuz, während du Peach in den Korb ziehst. Bitte was? Es gibt Outfits in dem Spiel? Und davon erfahre ich erst so viele Jahre später? Okay, das muss ich jetzt kurz rausfinden. Es ändert sich nichts. Ich versuche alles gerade. Aber irgendwie will's nicht. Komisch. Über die Outfits habe ich nie was erfahren. Keine Ahnung, was das ist, aber wir werden es schon noch rausfinden. Damit. Ja. Ja. Okay, ich komme nicht so hoch. Bedanke mich fürs Zusehen. Like, sozial, lasst lauter und bye. Jetzt hilft mir doch mal endlich jemand hoch. Vielen Dank fürs Ansehen des Videos und willkommen auf der Endcard. Auf der linken Seite seht ihr eine weitere Videoempfehlung als auch eine Playlist.
des Let's Plays. Auf der rechten Seite seht ihr meinen Main-Kanal und meinen Zweikanal Wolfies for Airshed Welt. Vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal.